Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Mir fällt gerade auf, dass Junas Katzenbrunnen da jetzt steht. Der stand beim letzten Food Haul noch nicht da. Und ich hoffe, das Geplätscher stört euch nicht. Ich habe heute auf jeden Fall wieder ein Food Haul für euch. Und wir waren bei Kaufland einkaufen, haben 38 Euro ausgegeben. Und ich stelle euch wie immer am Ende noch unseren Essensplan für diese Woche vor. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Als erstes brauchten wir neues Katzenstreu für Juna. Und ja, das ist das, was wir immer haben. Ich finde das richtig gut, weil es nicht so staubt, es riecht nicht so komisch und es hat diesen Babypuder-Geruch, was alles neutralisiert und deswegen kaufen wir das immer wieder nach. Dann die Obst- und Gemüsetüte. Als erstes ein Riesenbeutel Blattspinat. Den brauchen wir auch für ein Gericht diese Woche und ich freue mich da auf jeden Fall schon richtig doll drauf. Es gibt immer nur diese riesigen Beutel bei Kaufland. Dann wollte ich wieder voll gerne diese losen braunen Champignons kaufen, aber es gibt wieder alles nur abgepackt. Und da haben wir jetzt einfach normale Champignons mitgenommen, also die weißen einfach. Und das sind 400 Gramm, auch die brauchen wir für ein Gericht diese Woche. Dann hatte ich so Lust auf Weintrauben. Ich habe schon richtig lange keine mehr mitgenommen. Und dann gab es dieses Set hier im Angebot. Das sind einmal die hellen und einmal die dunklen. Und ja, ich liebe die dunklen ja total und habe mir das jetzt auch einfach wieder für mein Frühstück mitgenommen. Dann haben wir wie immer ein Netz rote Zwiebeln nachgekauft. Also das kaufen wir ja regelmäßig. Das sind unsere Lieblingszwiebeln, die benutzen wir auch so häufig. Und ein Sack mit Kartoffeln, denn es gibt auch ganz viele Kartoffeln diese Woche und darauf freue ich mich auch. Ich liebe alles mit Kartoffeln. Dann habe ich mir als Aufstrich einmal das hier mitgenommen, das war im Angebot. Das ist von Philadelphia Räucherlachs mit Dill, wie nennt man das? Frischkäse. Und wir haben für ein Gericht noch das vegane Mühlenhack mitgenommen von Rügenwalder. Die machen so gute Sachen, also falls ihr euch gerne mal daran tasten wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Rügenwalder. Dann nehme ich mir auch total gerne immer mal wieder so ein paar Joghurts mit. Ich gucke immer einfach, was im Angebot ist und kaufe dann was. Und ich habe jetzt hier von Kaufland, das war nicht im Angebot, aber zwei Fruchtjoghurts mitgenommen. Und zwar einmal Premium-Joghurt mit Mango und einmal in Erdbeere. Und dann war der Müller-Milchreis im Angebot. Da habe ich mir einmal die Variante mitgenommen. Das ist die Zero-Variante ohne Zuckerzusatz in Zimt und einmal noch in Himbeere. Ich hätte am liebsten Kirsche noch gehabt, aber gab es nicht. Weiter geht's mit Blätterteig. Auch der ist für ein Gericht diese Woche. Und dann haben wir zweimal Schlagsahne gekauft und einmal Schmand. Außerdem war unsere Küchenrolle leer, deswegen haben wir so ein Zweierpacken dafür nochmal mitgenommen. Und dann haben wir wie immer unseren Feta in Light gekauft. Das ist auch so ziemlich ein Standardprodukt aus unseren Einkäufen. Also falls ihr schon mehrere Fotos gesehen habt, dann wisst ihr das. Aber wir machen immer was anderes draus. Und es durfte auch ein Stollen mit. Ich nehme mir jetzt halt immer eine weihnachtliche Sache mit, also Lebkuchen meistens. Und diesmal war Stollen dran und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ich mag kein Marzipan, deswegen habe ich immer diesen, die andere Variante, Butterstollen statt Marzipanstollen. Dann war Junas Trockenfutter leer, deswegen haben wir einmal neues Trockenfutter für sie mitgenommen. Und wir haben noch einmal Eier mitgenommen, und zwar 10 Stück. Dann eine Menge Milch, weil ich jetzt morgens immer auch meinen Cappuccino bekomme von Marcel mit so einem Zimtsirup drin. Schmeckt so lecker. Ja, genau. Und weil Marcel halt auch sehr viel Müsli isst, in letzter Zeit haben wir Milch gekauft. Dann haben wir auch für ein Gericht diese Woche Spaghetti mitgenommen. Und für ein Gericht haben wir noch zweimal Maultaschen mitgenommen. Ich liebe Maultaschen einfach so sehr. Jeder Schwabe dreht wahrscheinlich jetzt durch, dass ich sowas kaufe, also fertige. Aber ich liebe sie. Und Marcel hat sich dann als Aufstrich auch noch einmal Salami mitgenommen. Dann noch so ein paar so Classic-Artikel, die wir einfach ständig nachkaufen und immer was anderes mitmachen. Tomatenmark kann man immer gebrauchen, liebe ich. Überbackkäse ebenfalls für ein Gericht diese Woche. Ein Must-Have einfach für uns. Und wir haben noch Tortilla-Wraps mitgenommen. Das sind die normalen Weizen-Wraps, da ich die mit Mais nicht gut vertrage. Dann habe ich hier eine Packung für Juna, stellvertretend von dem ganzen Haufen, der da noch drin ist von ihrem Futter. Dann habe ich das gesehen, das war im Angebot. Das sind diese Knack und Back, wisst ihr, diese Fertigsachen, wo es auch so Croissant und Brötchen und sowas von gibt. Und da waren jetzt die Zimtschnecken im Angebot und ich liebe Zimt. Und heute habe ich meine große Uni-Abgabe gehabt. Es ist cool. Deswegen gönne ich mir morgen richtig ein
leckeren Cappuccino, Zimtschnecken, ausschlafen. Und Marcells Müsli war leer, deswegen hat er sich das nachgekauft. Das ist sein liebstes Müsli. Schokoknusper-Müsli mit Vollmilch-Schokoladenstückchen. Kommen wir jetzt zum Essensplan. Also, heute ist Donnerstag und wir essen morgen, also Freitag und Samstag, Champignons in Kräutersahnensoße und machen halt dazu solche Ofenriffelkartoffeln. Wir haben jetzt nämlich so ein Riffelschneidemesser für Kartoffeln. Das wollen wir ausprobieren. Dann Sonntag und Montag. Ach so, für alle, die neu sind, wir planen immer zwei Tagesessen ein. Also wir essen immer zwei Tage hintereinander dasselbe Gericht. Nicht nur, weil das super viel Geld einspart, sondern weil wir dadurch auch einfach viel weniger Lebensmittel wegschmeißen und verbrauchen. Sonntag und Montag essen wir Spinat, Feta, Blätterteigrolle und die Maultaschen dazu. Am Dienstag essen wir Pizza Wraps, das sind dann die Tortilla mit Tomatenmark und Schmand drauf und dem vegetarischen Hack und Zwiebeln und dem Überbackkäse. Das ist das einzige Eintagesgericht, weil logischerweise für eine Woche immer ein Tag übrig bleibt sonst. Und Mittwoch und Donnerstag nächste Woche essen wir gebratene Spaghetti. Ich liebe das, das ist so simpel. Spaghetti mit Tomatensoße, mit leckeren Gewürzen drin, eigentlich nur angebraten, bis es so richtig knusprig ist. Liebe es, einfach aber lecker. Und dazu Spiegelei. Das war jetzt mein Food Haul. Ich bin wieder zurück mit Food Hauls. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hatte Spaß auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!